Moin, herzlich willkommen zurück zum Politik-Simulator 4 Power and Revolution in Burundi. Wo gerade alles steigt, gefühlt. Also, ne, wir sind beim Wirtschaftswachstum von 23%. Wir haben eine Inflation mittlerweile leider auch dann von 17%. Was dann halt leider das Wirtschaftswachstum quasi hinfällig macht. Trotz unserem Leitzins von 20%. Das alles, weil ich die Pornografiesteuer abgeschafft habe von 1000%. Ja, 1000%. Und ja, ansonsten steigt halt noch unser Bevölkerungswachstum ganz krass an. Ne? Wir sind da ja auch bei 15% Wachstum, fast 16% Bevölkerungswachstum. Was auch nicht gesund ist. Gut, können wir nicht so viel gegen machen. Ui, der Stream hat Probleme anscheinend. Aber immerhin scheint bei meiner Seite ist gerade okay. Gut, vielleicht hatte ich auch eh Probleme und hab's nicht gemerkt. Das kann natürlich auch sein. Aber jetzt momentan ist alles in Ordnung. So, ich würde auch noch gerne neue Gebäude bauen. Ah ja, besonders was Gesundheit und Bildung betrifft. Bei Krankenhausbetten sind wir mittlerweile wieder einsame Weltspitze. Da macht uns keiner was vor. Und vielfaches besser als alle anderen Länder. Völkenburg Krankenhausbett 12. Ach krass, die anderen haben auch mehr gebaut. Aber nicht so viel wie wir. Da sind wir auf Platz 1. So. Da macht uns keiner was vor. Schön. Die AIDS-Positiven sinken auch schon seit Jahrzehnten. Und zumindest die Todesfälle in Verbindung mit Drogen steigen nicht so schnell wie unsere Bevölkerungszahl. Aber gut, die meisten, die bei unserer Bevölkerungszahl dazukommen, sind halt Kinder. Da würde ich mir sowieso das nicht wünschen. Wie sieht das denn bei anderen Zahlen aus? Hier, Moment, suchtabhängige Prozent. Es steigt halt trotzdem noch. Wow. Warum? Muss ich vielleicht trotzdem nochmal die Gesetzgebung ändern? Ich hatte ja mal damals die Befürchtung, dass ein Problem, das wir dann bekommen hatten, damit zusammenhing. Mit dieser Gesetzgebung. Also mit der Gesetzgebung zu der Thematik. Dass dann irgendwie das Land in Agonie versunken ist. Was wir nur dadurch entgehen konnten. Aber gut, ich habe auch das gesetzliche Grenze für den Alkoholkonsum auf 3 gesenkt. Ja. Ist halt auch die Frage, ne? Da sorgt man natürlich nicht unbedingt dafür, dass man das mit dem Suchtproblem irgendwie eingeschränkt bekommt, ne? Wenn das so legal ist. Gut, ne, das halt mit Legalität und seinen Auswirkungen, das ist sowieso immer so ein Diskussionsstoff, ne? Ich hatte es ja ursprünglich gemacht, um die Wirtschaft zu fördern, dass jeder Alkohol trinken darf. Weil es mir nur um die Wirtschaft ging. Gut, ein krasses Wirtschaftswachstum fällt hier halt immer noch wichtig. Das haben wir jetzt aber mittlerweile auch. Nur kriegen wir halt dadurch auch eine Inflation, die genauso hoch ist und vielleicht sogar noch höher steigt. Möglicherweise. Dann haben wir irgendwann nichts mehr von unserem Wirtschaftswachstum. Ist ja auch doof. Aber ist dann so. Entkriminalisieren von Drogen wie in Portugal funktioniert am besten. Das stimmt. Also habe ich auch den Eindruck. Nur habe ich das Gefühl, dass es im Spiel nicht funktioniert. Da habe ich halt das Gefühl, dass es nicht so funktioniert, wie in echt oder wie ich das in echt mitbekommen habe. Das ist etwas schade. Ah ja, die... Ach krass, die Kindersterblichkeit sinkt trotzdem immer noch weiter, obwohl wir die Betreuung von Müttern gar nicht verbessert haben. Cool, cool. Hängt das auch mit dem Sozialzentrum zusammen, oder wie? Ich
Ich weiß ja nicht genau, was Sozialzentren sind. Das ist so ein leerer Begriff für mich. Sind das jetzt irgendwelche Jugendzentren? Sind das Altersheime, Pflegeheime oder irgendwelche Treffpunkte für jeden oder so ein Kram? Keine Ahnung. Sozialzentrum, das sagt irgendwie so nichts, dieser Begriff, finde ich. Nichtssagend. Original nichtssagend. Na, bald hat unsere Inflation unser Wirtschaftswachstum erreicht. Dann haben wir wieder nichts davon. Jedenfalls keine AZs. Was sind AZs? Sagt mir jetzt nichts. Der Begriff, die Abkürzung. Vielleicht werde ich später noch mal irgendwie die Gesetzgebung bezüglich der Drogen und so ein Kram ändern. Aber das werde ich jetzt noch nicht machen. Ich will erst nur noch mal ein bisschen laufen lassen. Autonome Zentren wie die Rote Flora. Okay, das sagt mir jetzt tatsächlich gar nichts. Das weiß ich nicht, was das ist. Familien können keine Wohnung finden. Aber wir haben trotzdem keine Wohnungslosen. Also kaum. Vernachlässigungswürdig wenige quasi. Äußeres, da geben wir immer noch gut Geld aus, interessanterweise. Komisch, komisch. Achso, hier die Wohnung renovieren, das wollte ich auch noch machen. Oh, knapp, aber fast möglich. Ja. 51 weitere. Jawohl, da haben wir es auch fast geschafft, die Wohnung zu renovieren wieder. Erlaubst du mal kurz links, dann kann ich den Wikipedia-Artikel dir schicken. Ich weiß nicht, wie man links erlaubt. Ich habe hier so eine Option offen oder sowas, aber ich weiß nicht, wie man links erlaubt. Keine Ahnung. Ich habe von Modi, also von moderieren bei Twitch, keine Ahnung. Huch, wir sind in Südamerika auf einmal. Ach, die jetzt demonstrieren die wieder gegen die Wohnungspolitik. Nee. Ah, international heißen die soziale Zentren. Oh, jetzt haben wir den Aufstand. Schön. Ja, dürfen wir uns auch darum kümmern. Und auch noch hier. Auch Straßenblockaden auch noch. Müssen anscheinend dann auch Wohnungen bauen, damit die aufhören, sich zu beschweren. Aber wie soll ich dann hinterherkommen mit dem ganzen Wohnungsbau, der dafür nötig ist? Oh Gott. Kriegen wir doch auch nie im Leben hin bei dem bei dem, ich sag mal Wirtschaftswachstum, bei dem Bevölkerungswachstum. Aber gut, Wirtschaftswachstum haben wir mittlerweile auch. Nur halt auch eine krasse Inflation. 21% Inflation. Das ist halt jetzt wirklich fast so weit. Und die Zeit läuft nicht, weil berechnet wird.
Ah, okay, Feierabend hier dann. Gut. Und weg mit den ganzen Nachrichten. Und weiter geht's. Jetzt muss ich wieder irgendwie die Beliebtheit erhöhen. Ich muss wahrscheinlich einfach wirklich irgendwann mal die Zeit finden und die Arbeitskräfte finden, um die ganze Wohnung zu bauen. Weil wir da eigentlich auch kein Land gewinnen können. So schnell wie die Bevölkerung wächst. Ups, sorry. Überschuss wird auch immer mehr. Ist auch heftig. Gleich wieder bei 100% Beliebtheit. Wenn es so läuft, wie es soll. Das wäre schön. Und gleich wieder keine Arbeitskräfte mehr frei. Jetzt, um genau zu sein. Wenn wir jetzt Nachrichten wegklicken. Ach, wir haben eine Überschwemmung in unserem eigenen Land. Oder Sturmflut. Geld für euch. Naja, gut, in der Switch-Spionage bringt uns sowieso nicht weiter, aber gut, macht mal. Ach, Überschwemmung ist Sturmflut, das ist das Gleiche. Oh, okay, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass es das Gleiche ist. Naja. Aber ich weiß jetzt auch Bescheid. Hallo Jan, schönen guten Abend. Ganz vergessen, dass heute Mittwoch ist. Ja, geht schneller als man denkt. Ja, und jetzt haben wir es geschafft. Die Inflation ist höher als das Wirtschaftswachstum. Wir konnten es nicht bremsen. Es wird vielleicht noch weiter steigen. Ja, es wird garantiert noch weiter steigen. Es steigt einfach kontinuierlich weiter an. Am Ende wird unser Land ärmer sein als vorher durch dieses Wachstum. Das war auch nicht der Sinn der Übung. Das ist frustrierend. Hat man Wachstum und dann steigt einfach die Inflation so krass, dass man am Ende von diesem Wachstum gar nichts hat. Abgesehen von unserem Geld, das immer weiter steigt. Mittlerweile 181% Überschuss. Wo kommt das her? Wenn die Gewerbesteuer bei 50... Vielleicht hängt die damit zusammen, dass die auch steigt. Weiß ich nicht. Müsste man mal schauen. Oder was sind Zölle eigentlich? Wo kommen diese Zölle her? Das weiß ich auch nicht. Oder sind das vielleicht die Zinsen, die wir kriegen? Fallen die einfach nur unter Zölle? Keine Ahnung. Was ja eigentlich komplett unterschiedliche Sachen sind. Die von diesem Desaster Na, wie viel wollt ihr denn getroffene jetzt haben? Bevölkerung ist in einer sehr prekären Lage. Die meisten haben viel. Oder alles verloren. Dann ist auch manchmal langsam mal wieder gut, ne? Okay, alle entschädigt worden. Na, immerhin. Das wird auch nicht weniger so gefühlt, ne? Was die an Geld kriegen. Gut, neulich hatten die mal viel mehr, so 800 Milliarden oder sowas. Das ist mehr, als ich sonst überhaupt gegeben habe, obwohl ich sonst immer mehr gegeben habe als nötig. Ja, okay, ich wollte doch schon klicken. Moment, jetzt. So.
Ich glaube, je höher die Fiskalkontrolle, desto mehr Geld kommt am Ende an. Ups, falsch. Wir passen, dass sie selten und tolerant ist und wir kriegen trotzdem jede Menge Geld. Aber du meinst wahrscheinlich bei der Katastrophenhilfe da. Das könnte vielleicht sein. Wobei eigentlich, ja, könnte halt sein. Aber gut, ich lasse es trotzdem so locker, weil wir halt so viel Geld haben. Ich habe gerade den. Ist halt nur nervig, dass man das nicht wirklich einschätzen kann, wie viel Geld man denen schicken muss, damit es halt reicht. Das ist das Einzige, was mich stört. Ansonsten haben wir ja genug Geld. Ich kann halt nur schlecht einschätzen, wie viel ich den schicken muss. So, bald ist das neue Jahr und da bin ich mal gespannt, was uns da für eine Wachstumsprognose für das neue Jahr gegeben wird. Inflation mittlerweile 25%, jetzt sind wir halt höher. Mit der Inflation höher als unser Wachstum. Jetzt schrumpfen wir quasi dadurch. Haben wir von unserem Wachstum quasi nichts gehabt. Habe ich so einen Eindruck zumindest bekommen. Oder kann man irgendwo sehen, wie sich unser BIP pro Person entwickelt hat? Hier, BIP pro Bevölkerung sinkt. Ja, ne, es ging hoch. Und jetzt sinkt es halt langsam wieder zu dem Punkt, dass wir am Ende nichts davon haben. Gut, das ist aber auch durch das Bevölkerungswachstum bedingt. Das muss man halt auch dazu sagen. Das ist ja fast so hoch wie das Wirtschaftswachstum, was wir momentan haben. Na gut, ich warte mal bis zum nächsten Jahr. Und dann gucken wir mal, bin ich mal gespannt, wie das Wirtschaftswachstum dann im nächsten Jahr weitergeht. Und dann vielleicht senken wir dann nochmal eine Steuer, um das hochzuhalten. Eine Uni. So. Da wollen wir natürlich dabei sein. Ach, da fliegen sogar mittlerweile Flugzeuge innerhalb unseres Landes hin und her. Das ist ja cool. Das ist natürlich cool. Die Bestattung wird in einem Senatspräsident. Mhm. Ich habe Irisch angefangen, mit Duolingo zu lernen. Ach, cool. Ich habe heute angefangen, Duolingo zu streamen. Ich habe heute 3,5 Stunden Duolingo gestreamt und dabei den Deutschkurs gemacht. Deutschkurs für Englischsprachige. Den wollte ich halt endlich mal durchkriegen. Auf diesem lilanen Legendary Level. Um mich dann neuen Projekten auf Duolingo widmen zu können. Guten Gewissens, dass ich davor alles durch habe quasi. Ich bin am Überlegen, ob ich das vielleicht öfter machen soll. Einfach nachmittags Duolingo streamen. Bis mein Kopf streikt, sozusagen. Dann kann ich die Stream quasi auch nutzen, um nicht nur zu zocken, sondern in Anführungszeichen auch was Sinnvolles zu tun. Wäre vielleicht auch ganz schön. Ich habe übrigens gerade so einen Tütenclip in der Hand, mit dem ich die ganze Zeit rumspiele, weil ich eine Hand frei habe. Aber ich will die Rede jetzt nicht hören. Ich hoffe, das macht nicht so viele Geräusche oder so, dieses Geräusch, dass ich das Ding die ganze Zeit auf und zu mache. Aber das beruhigt natürlich auch, wenn wir die Hände was zu tun haben. So. Der Vater ist schon wieder gestorben, der Vater des Präsidenten. Der wird auch ständig wiedergeboren anscheinend. Hier geht auch wieder was. Das war wegen Bauarbeiten in der Straße seit vorgestern weg. Ah, oh, okay. Was du stimmst momentan? Was meinst du genau? Du stimmst, du streamst, du simmst. So, dann. Moment, ich brauche die zweite Hand mir jetzt mal wieder, um da auf der Tastatur
zu tippen, damit es ein bisschen schneller geht hier, der Kram, den ich mache. Jetzt halt weiterlaufen. Mal gucken, wie das dann nächstes Jahr aussieht hier. Aber wenigstens stabil 23% Wirtschaftswachstum. Immerhin etwas. Nur halt, ne, die Inflation geht halt immer weiter hoch. Das ist nicht, halt nicht gut. Da 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 da. Ach, der BIP-Anteil an der Welt, der wird anscheinend größer. Nur immerhin. Wenn das so ist, dann haben wir ein bisschen was davon, von dem, was wir hier machen. Immerhin, immerhin. Dau, 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 dau. Was? Stimming? Das ist relativ typisch für Neurodiverse. Kannst du vielleicht mal googeln. Okay. Also einfach, dass man sich beschäftigt quasi. Mit irgendwas, was man mehr nebenbei tut. Hm. Okay. Bezeichnet in der Psychologie die Wiederholung von physischen Bewegungen, Geräuschen oder Lauten, aber auch von vom Riechen. Aha. Okay. So. Jetzt haben wir das neue Jahr. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir da für ein Wirtschaftswachstum kriegen. Oh Gott. 0,76%. Dann lass mich doch gerade mal speichern. Wobei, ich kann sowieso gerade die Folge beenden. Das heißt, ich sage Dankeschön fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann bei, hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn wir vielleicht nochmal die irgendwelche Steuern senken, um das Wirtschaftswachstum wieder anzukurbeln für das neue Jahr. Solange die Inflation sowieso noch so hoch ist. Gut, dann... Bis dann, ne? Hat dir das Video gefallen und würdest du gerne mehr von sehen? Wir schwören dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen. Leider ist das im Moment für uns alles noch sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 Euro pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht viel Geld, aber wenn uns bereits jetzt jeder Abonnent diesen 1 Euro geben würde, könnten wir es bereits hauptberuflich umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir unseren Traum von YouTube zu leben bald Realität werden lassen können.